Guten Abend, ihr Lieben. Wie schön, euch zu sehen. Was für eine Energie in diesem Song, wenn man da so reingeht. Was für eine Energie in unserem Geist, wenn wir den Kurs lesen und er sagt, dass es möglich ist, das Zweifeln total zu beenden. Und ich glaube, da möchte ich heute mal reingehen mit euch. Und das ist in Kapitel 15 auf Seite 304, das Ende des Zweifels. Ich höre das relativ häufig von Leuten, mit denen ich arbeite sozusagen. Und ich höre das oft in meinem Geist, was das Gleiche ist. Dass ja, es ja nicht immer gelingt sozusagen, das anzuwenden, dass es nicht immer gelingt. Ich glaube, auch heute bekam ich noch eine Nachricht. Ich bin im Groll, weil es mir nicht immer gelingt, den Heiligen Geist oder den Heiligen Geist zu hören, dem Heiligen Geist zu folgen. Ja, was ist es eigentlich genau, was wir glauben, was gelingen müsste und woran machen wir es fest, dass es nicht gelingt? Woran merke ich, dass ich nicht im Heiligen Geist bin? Woran merke ich, dass ich im Ego bin? Letztendlich muss das eigentlich immer wieder überprüft werden, weil ich kann also eigentlich gar nicht beurteilen. Ich kann nur immer wieder bereit sein, in die Kommunikation gehen zu wollen und dann ist schon der Zweifel beendet. Ein Moment, wo ich bereit bin, in die Kommunikation zu gehen mit Jesus und du da bleibst mit deinem Gedanken, ist der Zweifel schon beendet. Und jetzt sagt er, der Grund, weshalb du das noch nicht vollständig siehst und erfährst, ist, weil du ihm den Augenblick nicht vollständig gegeben hast. Wie lang ist dein Augenblick? Er endet gar nicht. Das heißt, wir lernen einfach dabei zu bleiben. Das, was nach unterschiedlichen Augenblicken aussieht, das existiert nicht. Es ist immer ein Augenblick. Immer dieser Augenblick. Meine umherschweifenden Gedanken sind das Problem. Ich muss viel direkter werden mit der Zeit, ne, und was sie ist. Denn so wie ich sie denke, existiert sie nicht. Sobald ich eigentlich schon denke, gestern war, konnte ich nicht, wie soll man sagen, konnte ich irgendwas nicht umsetzen oder war ich im Unfrieden, das ist schon der Unfrieden. Dieser Gedanke ist der Unfrieden. Ich bekomme ein Nicken von Devavan. Sehr gut. Danke, Devavan. Genau, das ist der Unfrieden. Dass ich einfach immer wieder glaube, es ist nicht alles gegeben oder ich brauche eine Zustimmung oder es fehlt was. Es fehlt was. Dass die ganze Zeit der Gedanke, es fehlt was. Und das ist schon, das ist der Fehler, das ist der Zweifel und der endet sofort, wenn ich in die Kommunikation gehe. Und wir sind ja, wir werden ja darin geschult, in die Kommunikation zu gehen und eben nicht mehr selber zu urteilen. Nicht mehr das, wie es jetzt ist, zu beurteilen. Was ich jetzt erfahre, wie ich es jetzt wahrnehme. Und ja, und wie wir einfach die ganze Welt da drin benutzen, wie du die ganze Welt da drin benutzt und missbrauchst, nennt Jesus das im Kurs, wie du deine Brüder missbrauchst, dir das zu bestätigen, dass es da eine Unvollkommenheit und ein Groll gibt, der wahr wäre. Und das muss aufhören. Und das Ende des Zweifels, das ist immer, es ist letztendlich, also wir üben so lange, den Zweifel zu beenden,
bis wir sehen, dass er gar keine Bedeutung hat. Und dass ich ihn deswegen gar nicht zu denken brauche. Dass ich ihn gar nicht mehr benötige, um mich selber anzugreifen, um Gott anzugreifen, um den Bruder anzugreifen. Denn nur dafür ist er letztendlich gemacht. Und Angriff ist Abwehr. Die Abwehr gegen die Liebe, die Abwehr gegen Gott. Genau, und wenn du unsicher bleibst, liegt es nur daran, dass du keine vollständige Befreiung gegeben hast. Das ist das, was wir schon hatten. Und deshalb hast du dem Heiligen Geist nicht einen einzigen Augenblick vollständig gegeben. Und es fühlt sich nämlich auch so an. Wenn ich es nicht komplett sein lasse, dann habe ich das Gefühl, dass es eigentlich nie richtig funktioniert hat. Und das hat es auch in dem Sinne dann nicht. Aber sobald ich mich wieder entscheide, sobald ich das Wunder wirken lasse in meinem Geist, und das bedeutet, es kommt ein neuer Gedanke, der den Gedanken des Zweifels berichtigt. Und sobald das geschieht und ich es zulasse und ich dafür Zeuge bin, ah ja, danke Gott, danke Heiliger Geist, dass du mich befreist. Danke, dass du mich davon befreist. Und mein Gebet ist, danke, dass du mir zeigst, dass alles da ist, was ich brauche für die Erlösung. Fange ich an, diesen Augenblick ihm vollständig zu geben. Und es ist nicht schwer. Okay. Ich bin nur ganz leise zu hören. Ich mach mal lauter. Oh ja. Es stellt sich irgendwie hier immer alleine um. Danke, Christian. Super. Okay. Ja, ich weiß nicht genau, was die Agenda für diesen Abend ist, aber ich glaube und merke, ja, das ist einfach immer wieder dieses Heraustreten ist aus allem, was ich denke. Und diesen Schritt möchte ich gerne jetzt mit dir gehen. Aus allem, was wir heute erlebt haben, aus allem, was wir noch erleben möchten, aus allem, was wir denken, was nicht möglich war oder nie möglich sein wird. Aus allem, was wir dazu benutzt haben, zu zweifeln und den Groll wirklich zu machen. Und zu sagen, ich will keine Entscheidung alleine treffen. Ich will hier mit dir sein, Heiliger Geist, Vater, Jesus. Und ich will dir vergeben, Bruder. Ich will dir vergeben, was du nicht bist. Mir vergeben, was ich nicht bin. Und die Freude in unserer Verbindung erfahren.
dass jetzt eine neue Wahrnehmung zu mir kommt, dass das jetzt, wie ich es sehe und beurteile, neu gesehen werden. Lass mich empfangen. Wie leicht ist es zu empfangen? Wie leicht ist es zu empfangen? Und einfach nur in dieser Verbindung zu sein. Hat jemand eine Frage? Fragen sind immer toll, weil sie einfach genutzt werden können, damit der Heilige Geist zu zweien sprechen kann. Und ich habe ehrlich gesagt keine Idee gerade mehr. Also ist das immer der Moment, wo Jesus mir sagt, frag, ob jemand eine Frage hat. Ich weiß, dass du nicht wirklich eine Frage hast, weil dir alles gegeben ist. Aber vielleicht tust du mir einen Gefallen, Thorsten. Yippie. Ja, ich hatte eine Frage, habe sie mir selbst beantwortet und wollte fragen, ob ich damit richtig liege. Ja, du hast ja mit dem Zweifel angefangen, ne? Das fand ich ganz gut. Und dann habe ich nochmal so nachgedacht, ja, was ist denn eigentlich der Zweifel, ja? Und dann kam als Antwort, und das ist jetzt die Frage, also Zweifel kam als Antwort, das ist einmal meine falsche Wahrnehmung, das erzeugt den Zweifel, und meine Wertschätzung. Die beiden Sachen. Kann man das so sagen? Deine Wertschätzung für den Zweifel Nee, oder also meine Wertschätzung auf die Illusion dieser Welt. Und das hält mich im Zweifel, weil dann bin ich ja nicht voll in Gott. Verstehst du, wie ich meine? Wenn ich jetzt sage, ich stehe auf, was weiß ich, 10 Tafeln Schokolade, ja, dann steht das nicht in meinem Halsband. Dann ist das eine Illusion, woran ich festhalte. an der Schokolade Genau. und dass ich ohne die Schokolade nicht könnte. Genau. Okay, also die Frage ist, was ist der Zweifel? Was ist der Zweifel? Also ich würde mal sagen, es ist das Gegenteil von Gewissheit. Und Gewissheit ist ja, genau, weil der Zweifel ist vielleicht gar nicht etwas, was wir wirklich definieren können, weil er gar nicht wirklich existiert. Wir können natürlich viele Beschreibungen finden, aber eigentlich ist er einfach nur, wie alles andere, was das Ego macht, ein Nichts, was aber eine Opposition zu Gott, zu allem, was ist, darstellt. Und Gott ist Erkenntnis, ist Wahrheit, ist Gewissheit. Das kann ich nicht wahrnehmen. Und es gibt auch eine Stelle im Kurs in den ersten Kapiteln, in Kapitel 3 ist das, wo er sagt, Gewissheit gibt es nur an Gott, gibt es nur an der Erkenntnis. Du wirst in der Wahrnehmung nie Gewissheit erfahren.
Mit anderen Worten, irgendwie bleibt da ein Zweifel und das Ende des Zweifelns ist letztendlich ja dann der Übergang in die Gewissheit, in die Erkenntnis. Ja, super Antwort. Also ich hatte heute Zweifel an diesem Tag, ja, oder in diesem Tag. Und der Irrtum war, dass ich dann den Zweifel aufklären wollte. Das ist ja wie auf die Illusion schauen und den Irrtum erklären, ja. Und das habe ich vor lauter Zweifel gar nicht gesehen. Dankeschön. Genau. Ja, eben, das geht mir auch immer wieder so. Deswegen ist ja immer der Heilige Geist, der dazu zweien spricht. Ja, ein Mangel an Vertrauen, der Zweifel, genau. Ein Mangel, also, ne, und Gewissheit ist noch mehr als Vertrauen. Vertrauen ist in dem Sinne in Gott nicht nötig, weil ich erkenne. In was sollte ich vertrauen, wenn ich so gewiss bin? Wenn ich Gott erkenne, dann brauche ich nicht mehr hoffen, dass da noch was Gutes passiert. Dann ist einfach das Unbeschreibliche geschehen. Ja, es ist im Prinzip nichts geschehen. Ne? Mein Geist ruht ja einfach ewig in ihm. Und ich bin ewig, wir sind ewig eins mit ihm. Ich bin ewig eins mit ihm. Also ist der Zweifel eigentlich ein unmöglicher Zustand. Die Frage wäre nur, wie habe ich das geschafft? Und wie überwinde ich das Unmögliche? Ne? Weil eben, ja, das ist letztendlich das Überwinden der Welt. Und die Welt ist falsche Wahrnehmung. Wir sind ja heute in dem Thema. Ne? Und Claudia hat eine Frage. Ja, bei mir ist so dunkel. Jetzt kam bei mir gerade was mit dem Zweifel, wo der bei mir herkommt. Weil der Heilige Geist, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, oder Gott ist bei mir nicht immer nur toll. Also, ne, das ist ja nicht so, ich rufe den Heiligen Geist. Und der legt sich schmeichelnd über mich. Also ich kenne diese Momente, wo das absolut schmeichelnd und herrlich ist und glückselig. Aber der Heilige Geist kann auch manchmal ganz schön, also dass der mich schüttelt. Ist ja so, ne? Dass er mich, also wirklich so, wow, also dass die Energien so durch meinen Körper pushen halt und ich förmlich geschüttelt bin. Und wo ich dann so denke, nee, so, das finde ich doof. Und dann fängt es bei mir an zu zweifeln, dass ich denke, ist das jetzt göttlich oder was passiert da jetzt gerade? Oder warum habe ich, weißt du, wie ich meine, so? Ja, aber wir können das vielleicht noch mal so ein bisschen langsamer machen und zurückdrehen, weil der Zweifel beginnt da nicht erst. Also wir sind schon lange im Zweifel sozusagen. Die ganze körperliche Identität und das Getrenntsein von Gott ist der Zweifel sozusagen. Es ist ja, weil es ist ja das Nichterkennen hier, ne? Die Wahrnehmung ist, ich erkenne Gott nicht, ich erkenne nicht, was er wirklich ist. Und eigentlich, und sein Heiliger Geist ist nur dazu da, mich zu ihm zurückzuführen. Und der Einzige, der sich, oder die Einzige, wie auch immer, die sich dagegen wehrt, das sich dagegen wehrt, das bin ich in meiner illusionären Scheinidentität, Gesna oder Claudia. Weil eigentlich bist du das nicht wirklich. Du bist der Geist, der sowieso eins ist mit ihm. Und wenn wir das und alles, was wir hier so empfinden und fühlen, ein Schütteln, ein Übermanntwerden und so weiter, ein Durcheinandersein, manchmal, es ist nicht wirklich Gott, der so ist. Und das sich einfach zu lehren, dass ich ein, weil es sieht so aus, ne, wir nehmen das so wahr, jetzt habe ich irgendwie den Heiligen Geist eingeladen, jetzt habe ich da irgendwelche Zuckung oder jetzt scheint es noch schlimmer zu werden oder jetzt scheint die Angst noch stärker zu sein. So wirkt es manchmal. Aber das ist eigentlich nur eine Beurteilung des Zustandes. Und wenn ich einfach, wie soll ich sagen, ganz nah mit ihm bin, dann vergeht das sowieso. Alle Zuckungen da drin sind letztendlich nur noch mein Ablehnen.
Nur ein, oh, ich will da irgendwas nicht, ich will Gott nicht. Und das ist ja das, was uns nicht bewusst ist. Oder was wir einfach nicht sehen wollen, weil es wäre schon bewusst, aber ich will es einfach nicht sehen, dass ich das mache. Ja, schön, kann ich gut mit in Resonanz gehen, ja. 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 Ja, diese Zuckung und dieses, das ist immer eigentlich so, nein, ich Ja, es will ist, nicht. genau, es ist dieses Hin und Her. Ja, ich will, nein, ich will, ja, ich Ja, will. genau. Ich will Oder heute das. nur so ein bisschen und jetzt aber bitte viel und immer so, halt wie ich das will, ne? So. Ja, und das ist eben das Widersprüchliche, was einfach Teil dieser illusionären Identität ist, die ich gewählt habe und wo wir ja üben, das aufzugeben. Wir lernen, das aufzugeben. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist einfach nicht die Wahrheit. Ich bin das nicht. Und das, genau, alles, was wir dazu wahrnehmen, alles, was in dem geschieht, ist letztendlich ein Teil des Übens. Ich hatte das heute Morgen schon kurz im Livestream erwähnt, dass ich gestern einfach auch so eine schöne Situation mit meiner Tochter hatte, die Tauchen übt und ganz oft untergetaucht ist und das vorher nie wollte und so gut wie nie macht und dann ganz anspruchsvoll sagte, ja, aber erst beim sechsten Mal habe ich den Ring geholt und ich war ganz aus dem Häuschen und dachte, ja, endlich hat sich der Schwimmkurs rentiert. Auf jeden Fall habe ich ihr erklärt und mir erklärt, dass alles Teil dieses Übens ist. Wir üben einfach den Zweifel zu beenden und ihn zu Ende sein zu lassen, ihm keine Bedeutung mehr zu geben, mit anderen Worten, sondern alles, was da drin geschieht, anzunehmen. Gehört alles dazu. Ich wehre mich nicht. Hubert sagt, wenn ich keine Frage mehr habe, dann ist kein Zweifel mehr da. Ja, das kennt Christian auch, oder Christian? Keine Frage mehr. Das kennen wir auch, den Zustand. Ist keine Frage mehr da. Ist keine Überlegung. Ja, Thorsten? Ja, also heute habe ich noch ein paar Fragen. Also ich möchte eine Sache kurz teilen. Ganz früh aufgewacht mit Schmerzen oder scheinbaren Schmerzen und hatte ich gar keinen Bock drauf. Habe ich ganz anders gehandelt als sonst. Habe ich morgens, also ganz, ganz früh morgens eine Meditation gemacht. Und da konnte ich erste Mal bewusst komplett in den Geist gehen, dass der Körper wirklich außen vor war. Das hatte ich noch nie und ich mache seit 20 Jahren Meditation. Das hatte ich noch nie so. Das war wirklich eine super tolle Erfahrung. Und die Idee von Schmerzen war weg. Das war wie weggepustet, ne? Und so habe ich meinen Tag gestartet, also mit einer Herausforderung und dann eine super Lösung bekommen, ne? Also ich habe darum gebeten. Das wurde mir gezeigt. Also da bin ich in 20 Jahren drauf gekommen, wie das geht. Aber es wurde mir gezeigt und ich kann es auch wieder machen, ja? So, und dann musste ich aber hier in meinen Tag gehen, auch meine Arbeit machen. Und dann, ja, irgendwie, ich wollte jetzt da in diesem Geist bleiben, aber das ist nicht möglich, ja. Also zumindest, für mich in meinem Zustand nicht. Und wenn ich hier meine Sachen mache, die ich zu erledigen habe, dann, ja, dann fällt das flach, ja. So, und jetzt überlege ich mir, so, weil ich will ich möchte hier raus, ja, ich möchte irgendwas, möchte ich geändert haben in meinem Leben. Und das hat in Richtung Erlösung, Erlösungsbereitschaft, Meditation hat das sowas mit zu tun, ne? So wie sehr wahrscheinlich für einen jeden von uns. Was ist die Frage dann? Ja, die Frage ist, wie kann ich in diesem Geist bleiben und trotzdem meinen Tag machen? Also ohne jetzt in den Himalaya zu ziehen, weißt du? Ja, also das ist ja immer, es ist ja immer wieder.
Die Frage, was ist jetzt wirklich der Unterschied? Was ist jetzt wirklich der Unterschied, ob es überhaupt einen gibt? Wir erleben ja ganz viele unterschiedliche Zustände. Und der heilige Augenblick, das spiegelt ja einfach auch nur etwas wider. Es ist ja auch immer noch kein Erkennen. Und die Gewissheit, nochmal, ne, die Gewissheit finden wir nur in der Erkenntnis. Und bis dahin sind wir in der Wahrnehmung. Wahrnehmung ist Lernen, Wahrnehmung ist Üben. Das heißt, er sagt, ja, du kannst, es ist möglich, den Heiligen Geist, die Stimme des Heiligen Geistes, die ganze Zeit zu hören und nur in diesem Gewahrsein zu sein. Aber das erfordert enorme Lernbereitschaft. Das heißt, in jedem, also wirklich in dem Augenblick, wo ich mit einem Gedanken wieder etwas anderes mache, in Anführungsstrichen, also da, also es ist nie so, dass das einfach verschwindet, sondern ich muss etwas machen, damit es geht, beziehungsweise damit ich es nicht mehr erfahre. Also es verändert sich nicht einfach. Und der konstante Frieden, zu dem der Kurs ja auch führen möchte, das ist ja immer wieder nur ein, ich entscheide mich immer wieder nur dafür. Mehr geht eigentlich gar nicht in der Wahrnehmung. Ich entscheide mich immer wieder nur dafür. Das ist das Ende des Textbuches. Wähle noch einmal. Ich entscheide mich immer wieder nur dafür. Das ist es. Aber es ist ja gut, ne, weil ich es ja beurteile und denke, jetzt ist was anders, jetzt ist was falsch. Aber sobald ich bemerke, ah, ich bin nicht mehr drin, dann entscheide ich mich wieder dafür. Ja, und jetzt, wo du darüber redest, es fällt mir gerade auf, ich werde süchtig nach diesem geistigen Frieden. Danach werde ich süchtig, ja. So, und wenn ich dann rausfalle, werde ich aber auch leider noch manchmal grollig. Und das sollte ich dann vielleicht vermeiden, weil dann ist der Frieden nicht mehr erreichbar. Aber das ist nicht, ich fall raus und dann bin ich im Groll. Ich Es habe muss es eine gewählt, ja. Entscheidung geben, es muss einen Gedanken geben, der ein Grollgedanke ist, sonst würde ich nicht diese Wahrnehmung haben. So, und die Frage ist auch, was wirklich da drin Frieden war. War es wirklich Frieden, wenn es wieder gegangen ist? Mutti sagt, solange es Wahrheit kommt und geht nicht, Wahrheit ist immer da. So, und ich muss irgendwas denken, damit es nicht bei mir ist. Und damit einfach genauer zu werden, damit einfach genauer zu werden. Wachsamer. So, aber ein entspannterer Weg ist vielleicht einfach zu sagen, okay, ich entscheide mich noch einmal. Ich kann nicht über die Vergangenheit spekulieren. Also ich kann das machen, aber das hat einfach, es führt einfach zu nichts. Ich kann einfach nur sagen, aha, dann entscheide ich mich jetzt wieder. Und was ist dann jetzt die Erfahrung? Was ist dann jetzt meine Kommunikation mit ihm? Was sagt er dir dann jetzt? Also was ich jetzt, also mit dem, was er mir sagt oder was ich spüre in mir, dass ich eigentlich, aber das kommt jetzt auch nur in diesem Gespräch raus, weil mit den Leuten, die ich am Tag übertreffe, mit denen rede ich über alle, das ist meine Ungeduld, ja. So, das ist meine Ungeduld und wenn ich dann da, ja, mit diesem genauer Hinschauen, ja, ich komme da auch, also dass ich da rausgehe, das mache ich auch selbst und das muss ich eben finden, den Gedanken. Und aber wenn ich dann da rausgefallen bin, dann ist es die Ungeduld, die mich dann erstmal davon scheinbar fernhält. Das ist die Ungeduld. Also das ist Genau, mein und Sinn. genau, also aha, es geht um Ungeduld. Ich bin ungeduldig. Okay, damit begrenze ich die Geduld. Das Gegenteil dazu wäre grenzenlose Geduld und das ist ja, was wir lernen wollen. Weil grenzenlose Geduld sofortige Ergebnisse bringt. Also, Geduld, okay. Okay.
Mit wem soll ich dann geduldig sein? Zum Beispiel. Was sagt er da? Was könnte der da sagen? Geduld, okay, Geduld. Womit soll ich Geduld haben? Also bei mir ist es mit mir geduldig sein. Ja, das ist bei jedem so. Das wird immer die Antwort bleiben. Und wenn ich glaube, ich bin mit jemand anderem ungeduldig, bin ich nur mit mir selbst ungeduldig. Aha, also will ich mit mir geduldig sein. Und da drin gleich zu spüren, wie sanft das ist, oder? Das ist ganz sanftmütig. Und da hört direkt der Selbstkrieg auf und der Zweifel. Einfach. Genau, du jetzt sagst du das mit dem Sanftmut, ja, das war nämlich dieser Schlüssel bei der Meditation, das war eine andere Herangehensweise und ich mache das schon sehr lange, ja, aber diesmal war es in Sanftmut nach innen zu schauen und schon war diese Ausbreitung da, die ich nur ganz selten erreiche, die war sofort da und die ging über Sanftmut. Aber lass mal die Erfahrung von heute Morgen komplett los. Du hast nur diesen Augenblick jetzt. Und du willst es ja jetzt erfahren und nicht in die Vergangenheit legen. Also wie kommt es jetzt zu mir? Oder wie kann ich es jetzt einfach akzeptieren? Mir ist es ja nicht, es ist ja nur ein Akzeptieren, dass es jetzt da ist. Ja, und das ist das Krasse. Ich spüre den Frieden, der ist immer da. Entweder lebe ich ihn oder er ist gleich neben mir. Ja, aber jetzt haben wir schon Geduld und Sanftmut. Ich glaube, die beiden Sachen, wenn ich die aufbringe, dann komme ich da auch rein. Ja, und du bist das schon. Heute bin ich wieder dein Sohn, Vater. Heute ist ein Tag der Freude. Na, ich bin von deiner Stille umgeben. Und wie, ja, wie kann ich mich erinnern? Wie kann ich mich jetzt erinnern? Das ist alles. Und wenn ich merke, dass es geschieht, dann ist da keine Frage. Und das bisschen Unruhe, was noch da ist, weil das hier Wahrnehmung ist. Geduld. Grenzenlose Geduld. Danke. Danke für unser gemeinsames Lernen. Ja, und deswegen entwickelt der Lehrer Gottes einfach auch die Eigenschaften, die er so entwickelt, weil, ja, das ist halt unumgänglich. Geduld, Vertrauen, Sanftmut, Toleranz, Großzügigkeit. Und das ist etwas, was sich ganz natürlich aus der Kommunikation mit dem Heiligen Geist ergibt. Das ist also immer wieder zu fragen, und das ist auch, was du jetzt gemacht hast, ne? Wie kann ich da jetzt mit sein? Wie kann ich da jetzt hinkommen? Und dann hörst du etwas in dir und spürst etwas, und dem gehen wir nach. Und so bekommt der Zweifel oder hat der Zweifel einfach immer weniger Bedeutung. Es ist einfach echt bedeutungslos, weil er nichts macht. Wenn ich dran glaube, fühlt es sich total beschissen an. Keine Frage. Und es wird alles dazu rangezogen.
Aber sobald ich neu wähle, bin ich schon in der Kommunikation mit ihm. Und dann brauche ich, oh wie toll, einfach Geduld. Ist doch so wenig Geduld. Na, was ist denn Geduld? Geduld ist einfach nur einen Moment lang abwarten. Und wenn ich das nicht begrenze, dann warte ich gar nicht mehr, sondern dann, ne, es wird immer schneller. Ich merke, da drin ist gar keine Zeit, wirklich. Aber das braucht einfach auch den Moment. Und es braucht die Zeit, die ich dem widme, um das zu üben. Und mir bewusst zu machen, das ist es, was ich übe. Ich übe nicht, mich zu optimieren da drin, weniger zu zweifeln, sondern ich übe, Geduld zu haben in der Kommunikation mit dem Heiligen Geist. Das ist wirklich ein anderer Fokus. Genau. Und da war noch was ganz Schönes, was ich jetzt noch gern reinholen mag, bevor wir, glaube ich, auch fast fertig sind. Du wirst so lange zweifeln, bis du einen einzigen Zeugen hörst, den du durch den Heiligen Geist gänzlich befreit hast. Und dann wirst du nicht mehr zweifeln. Du wirst so lange zweifeln, bis du einen Zeugen hörst, den du durch den Heiligen Geist befreit hast. Und dann wirst du nicht mehr zweifeln. Und dazu taucht ja jeder hier auf, der mich bittet, befreie mich gänzlich von allem, was du glaubst. So, alle sind da, um mit mir das zu üben. Keine Ausnahmen. Und die Frage ist nicht, wie die anderen drauf sind, sondern wann ich dazu Ja sage. Hatte noch jemand eine Frage? Petra? Hilf mir mal bitte, den du durch den Heiligen Geist befreit hast, den Zeugen. Wie befreie ich den Zeugen? Ich glaube, ich muss tatsächlich noch was dazu mehr lesen. Es ist ein bisschen raus. Genau, wer ist eigentlich der Zeuge? Und pass auf, das ist nämlich ganz interessant. Wir gehen dazu ein paar Sätze zurück. Wenn du unsicher bleibst, liegt es nur daran, dass du keine vollständige Befreiung gegeben hast. Und deshalb hast du dem Heiligen Geist nicht einen einzigen Augenblick vollständig gegeben. Denn wenn du es getan hast, wirst du sicher sein, dass du es getan hast. Du wirst sicher sein, weil der Zeuge für ihn so deutlich von ihm sprechen wird, dass du hören und verstehen wirst. Und jetzt müssen wir noch ein Stück weiter hochgehen, sehe ich gerade. Wo er nämlich sagt, dass ich der Zeuge sein muss. Ich muss bezeugen. Also bin ich Zeuge und Bezeuger gleichzeitig? Ja, sozusagen. Mal der eine, mal der andere. Es ist der gleiche, ne? Und es scheint manchmal einfach mehr da ist der Bruder so, aber der Bruder ist ja mit mir vollkommen identisch. Und wenn ich anfange, Zeuge zu sein für die Wunder, die der Heilige Geist durch mich wirkt, sage, es geschieht, so wirke du durch mich. Und ich meinen Bruder neu schaue, dann, genau, dann verschwimmt das, ne? Da ist der, den ich bezeuge, und ich bin Zeuge dessen sozusagen. Ich lege das Zeugnis ab, aber nur mit meinem Bruder. Es geht nur mit meinem Bruder, weil alles, was an Urteilen im Geist ist, spiegelt sich da wieder.
Ja. Genau, und wir können mal den ganzen Absatz lesen, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Du merkst nicht, wie sehr du deine Brüder dadurch missbraucht hast, dass du sie als Quelle zur Unterstützung des Ego angesehen hast. Folglich legen sie in deiner Wahrnehmung Zeugnis für das Ego ab und scheinen Gründe dafür zu liefern, es nicht loszulassen. Ich habe mich in den letzten Tagen ein wenig mit dem Human Design Konzept beschäftigt, weil es irgendwie so reinkam. Und ich merke einfach immer, wenn ich mich mit solchen Konzepten, also egal welcher Art, egal aus welcher Wissenschaft, esoterischen oder nennen wir es auch von mir aus spirituellen Richtung, es kommt, ist alles, was Unterschiede lehrt, immer ein Engmachen, immer ein, also mag es für einen Moment lang noch nach Höhenflug aussehen, aber alles, was mich immer im Unterschied dastehen lässt zu jemand anderem, braucht eigentlich meine Erlösung. Genau, also eine Zeit lang beschäftige ich mich mit meinem Unterschied zum Bruder und dann geht es aber einfach nur darum, und es ging immer nur darum, zu sehen, dass da kein Unterschied ist, zu sehen, dass ich nicht Zeuge fürs Ego bin. Und Ego bedeutet nämlich Unterschied, ne? Ich sehe jemanden, der anders ist als ich. Das Ego sieht immer etwas, was anders ist. Und der Heilige Geist schaut auf das, was gleich ist. Und dadurch ist Verbindung da, dadurch entsteht Verbindung. Und das heißt, wir müssen uns da drin nicht harmonisieren oder gucken, wie unsere Profile am besten zusammenpassen. Und wie das dann praktisch umzusetzen ist, das machen wir einfach mit ihm, das machen wir einfach mit dem Heiligen Geist. Es geht nur noch, es ging auch immer nur mit Jesus. Alles andere funktioniert gar nicht. Und genau, also ich will nicht mehr lehren, ich will nicht mehr Zeugnis fürs Ego ablegen. Ich will Zeugnis für den Geist Gottes ablegen und dass er alles freispricht, dass er alle unschuldig spricht und dass ich das sehen kann. Und das haben wir ja auch schon irgendwie in irgendeiner Form gesehen. Und jetzt geht es einfach immer mehr nur um Ausdehnung. Jesus hat es vollständig gesehen und er bittet mich, sich ihm anzuschließen, damit es sich ausdehnt. Also ist immer nur meine Hinwendung zu ihm letztendlich erforderlich. Und somit bin ich, zack, Zeuge. Naja, es geht nicht um Missionieren. Manchmal geht es schon darum, irgendwo zu stehen, zu sagen, also, das hat er gemacht. Er hat mich glücklich gemacht. Aber es braucht es gar nicht unbedingt. Worte sind nicht notwendig dafür, dass es geschieht. Es geschieht, wenn ich es will. Ja, ich will Zeuge für dich sein. Fertig. Ja, und sie unterstützen seine Stärke. Ach so, genau. Liefern und es nicht loslassen. Genau, ne? Also wir wollen das Ego loslassen, mit anderen Worten. Doch sind sie weitaus stärkere und überzeugendere Zeugen für den Heiligen Geist? Genau, also das Zeugnis, wenn ich das Zeugnis ablege. Oh Gott, man muss eigentlich echt das ganze Leben ist immer so unterbrochen dann, ne? Gut, ich gehe aber kurz gerade mal weiter. Und sie unterstützen seine Stärke. Deshalb ist es deine Entscheidung, ob sie das Ego oder den Heiligen Geist in dir unterstützen. Also die Brüder. Du wirst durch ihre Reaktionen merken, für wen du dich entschieden hast. Also, wie reagiert ihr denn gerade auf mich? Boah, schaltet sie ab. Spiel einer mal Musik oder so. Dann weiß ich, wofür ich mich entschieden habe. Ja, und wenn das der Fall ist, dann braucht es einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Können wir machen, kann aber auch schneller gehen. So, dann braucht es noch ein bisschen mehr Zeit für Vergebung, wo ich mir selbst vergebe. So.
Ich wurde verurteilt. Hilfe, Papi. Die waren so böse, die haben mich verbrannt und gekreuzigt und gefoltert. Genau, und wen frage ich dann? Ne? Ich frage eben nicht mehr meine Wahrnehmung, meine Augen täuschen, meine Ohren hören falsch. Die Welt ist weil falsche Wahrnehmung. Ach so, das lerne ich hier. Okay, das wollte ich auch lernen. Also, Daddy, was ist deine Antwort? Was ist dein Wort? Was sagst du mir? Was bin ich? Und dann kann es manchmal sein, dass er sagt, ruf Deverbahn an, nachts um 3. Der erinnert sich mit dir gerne. Also will ich mir Zeugen suchen, die das Licht in mir bestärken. Na, das heißt nicht, dass wir nicht mehr mit der Schwiegermutter reden dürfen. Weil da geht es einfach nur noch weiter um Ausdehnung und die einfach nicht mehr entscheiden, es nicht mehr zu missbrauchen, die Welt nicht mehr zu missbrauchen, um mein Irrtum zu bestärken, sondern um mein Zeugnis zu bestärken, dass ich Gottes Sohn bin. That's it. Ja. Das ist doch großartig. Und da alle still sind und da Herzen hochgehen und ein leichtes Schmunzeln hier und da, bin ich mal davon ausgegangen. Noch ein paar Herzen, yay. Genau, dass das, was ich sowieso schon spürte, tatsächlich hier ist. Und die Welt muss neu gedeutet werden, ne? Sie muss neu genutzt werden von mir für ein neues Ziel. Ansonsten überwinde ich sie nicht. Du musst irgendwann irgendwo stehen und durch seine Gnade dich so durchflutet fühlen, dass du merkst, Gott ist wirklich nur gut. Mein Vater will wirklich nur das Allerbeste. Ohne Gegenteil. Ja, ich liebe dich, liebe euch. Ah ja, und wie bedeutungslos Zweifeln in dieser Verbindung ist, ne? Was soll das überhaupt sein? Es ist tatsächlich nichts. Danke, dass du hier bist, damit wir uns daran erinnern. Danke, Jesus, für diesen Kurs. Danke für dein Aufzeigen. Danke, dass du uns alle nach Hause holst. Danke, dass es so leicht ist. Danke für all die Schritte, die alle gegangen sind auf diesem Weg. Halleluja.